Läuft bei mir. Meine Männer paddeln. Und ich sitze einfach nur da und mache gar nichts. Wahrscheinlich fliegt gleich die Kamera ins Wasser, würde ich sagen. Ich hab Angst. Rechts vor links? Warum brüllt ihr so? Wollt ihr weiter? Hallo meine Lieben, it's Follow Me Around Time. Heute nehme ich euch wieder mit. Es steht ein bisschen was an und in den Kommentaren lese ich immer wieder, dass euch das gefällt, wenn ich Follow Me Arounds abdrehe. Es ist Wochenende und es steht tatsächlich ein bisschen was an. Deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich einfach die Kamera zur Hand und zeige euch ein bisschen, was bei uns los ist. Ihr wisst ja, dass wir immer viele Termine haben, gerade auch am Wochenende erleben wir sehr, sehr viel. Aber heute steht was ganz Besonderes an. Meine Kinder haben nämlich eine Aufführung und zwar Trommelwirbel in einem Zirkus. Wir haben ein Zirkusprojekt jetzt gehabt, die ganze Woche in der Schule. Sie durften jeden Tag üben, also es war nur eine Schulstunde angesetzt und den Rest haben sie geübt mit dem Zirkuschef quasi, mit dem Zirkusdirektor. Und ich bin schon total gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Und wir hatten das vor 4 Jahren schon. Ich war ja im Elternbeirat viele, viele Jahre und da hatten wir das auch schon organisiert. Wir machen das jetzt alle 4 Jahre. Damit dann quasi jedes Kind mal drankommt, also jetzt in der Grundschule. Und ja, der Alessandro hat eine Kategorie gewählt und der Luki eine andere. Ich bin total froh, dass beide Kinder an einem Tag auftreten können, denn morgen ist nochmal eine Aufführung. Und da sind dann halt alle anderen Kinder dran. Und ja, wir machen uns jetzt gleich auf dem Weg und ich bin total aufgeregt. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, weil das ist natürlich klar für jede Mama was ganz Besonderes. Ich schaue, dass ich euch ein bisschen was abfilmen kann. Und ansonsten so, was halt das Wochenende los ist. Ich muss dann noch den Max von der Schule abholen. Der hatte nämlich jetzt eine Studienfahrt. Er war die ganze Woche in Berlin mit der Schule. Ich bin mal gespannt, was er mir erzählt, wie seine Schulkollegen waren, wie die Lehrer waren, was er besichtigt hat und so weiter. Und ihr merkt schon, ich bin schon fast total außer Atem, weil ich eben so aufgeregt bin. Ich kann euch noch ganz kurz mein Outfit zeigen. Nur so ist es jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ich kann auch nicht zum Spiegel rübergehen, weil da so komisches Licht ist. Ich habe auch die ganzen Jalousien zu, weil es super warm ist. Aber ich kann euch ein Bild einblenden. Das hat mein Mann von mir gemacht. Das Outfit hat euch total gut gefallen. Deshalb zeige ich es euch jetzt einfach nochmal. Und zwar habe ich mir den Rock bei Trommelwirbel Primark gekauft. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich habe schon so viele Komplimente für diesen Rock bekommen. Ich trage ihn super gerne. Dazu habe ich ein Oberteil von Zara kombiniert. Das habe ich euch auch schon mal in einem Fashion Haul gezeigt. Und ich habe meinen Bikini an von Lascana. Der ist nämlich auch pink. Und ich finde, das macht das Outfit einfach komplett. Dazu habe ich einfach nur Flipflops angezogen und das war's schon. Es soll ja jetzt auch gemütlich im Zirkuszelt sein. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt bei meinem Follow Me Around. Wir müssen uns jetzt beeilen, damit wir nicht zu spät kommen. Auf geht's! So, jetzt muss ich aber erstmal den Max von der Schule abholen. Ich bin schon total gespannt, was er mir erzählt. Ah, mein Max, oh, ich habe den total vermisst. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow, die Sonne scheint total. Yeah, tolles Wetter. Deshalb habe ich meine Sonnenbrille auf. Und die Bella kommt auch gerade mit. So, also erstmal Max abholen und dann in den Zirkus. Everybody, won't you clap your hands? White girls, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's go sing. I'm the bomb in the world. I'm the bomb in the world. I'm the bomb in the world. Grabbing the light, don't leave it in the dark. Oh, I ain't chasing on the people now. Catch me. Oh,
Finale, versammelt, auf geht's! Artisten kriegen in solchen Momenten Gänsehaut und ich denke mal, eure Kinder haben das auch genossen und auch wahrgenommen. Ich kann euch eins sagen, wir haben eine Woche lang hart trainiert. Es ist nicht ganz einfach bei uns, wir fordern schon ein bisschen was von den Kindern. Wir ziehen die Kinder nicht hübsch an oder Flügelchen auf dem Rücken oder irgendwie einen Hut aufsetzen oder ich weiß nicht was. Wir wollen in der Woche arbeiten, die Kinder sollen was lernen. Und da haben alle sich die Blasen an die Finger geholt beim Diablo oder beim Tellerdrehen oder geschwitzt, wie es so warm war auf dem Hartplatz oder in der Turnhalle. Alle haben kräftig gearbeitet. Wollt ihr weiter Zirkus machen? Ja! Dann wünsche ich allen Lehrern ab Montag viel Spaß. Danke fürs Kommen. Ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, meine Lieben, die Aufführung, die ist jetzt zu Ende. Da sind meine Mäuse. Wir laufen jetzt gerade nach Hause. Und es war total schön. Meine Mäuse waren sehr aufgeregt und die haben es aber toll hingebracht, finde ich. Ich habe euch ja ein bisschen was abgefilmt und jetzt laufen wir eben heim, wie gesagt. Es wird jetzt nicht mal ganz so viel passieren, es ist schon 20 nach 8. Und deshalb würde ich sagen, melde ich mich morgen nochmal. Der Lissandro, der fand ja die Aufführung mit dem Feuer so toll. Hat er gesagt, oh Mama, das möchte ich auch mal können, aber das wird dann wohl nichts. ja, genau. Okay, meine Lieben, also ich melde mich dann morgen nochmal. Tschüss! Meine Lieben, ja, es ist Sonntag und heute haben wir einen Ausflug geplant mit unseren Mäusen. Wir fahren an einen ganz, ganz tollen Ort. Lasst euch da mal überraschen. Ich hoffe, dass wir einiges erleben, also so wie ich es jetzt geplant habe. Ich habe jetzt nochmal schnell gegoogelt, weil ich dort das letzte Mal in meiner Jugend war. Also ich bin mal gespannt, ob es noch so aussieht und was sich so verändert hat. Und wie gesagt, ich nehme die Kamera wieder mit. Gestern Abend habe ich nichts mehr gefilmt. Wir sind noch zu einem Fest gegangen bei uns hier im Ort. Am Sportplatz war schöne Musik, es war einfach ein schönes Sommerfest, die Kinder sind noch ein bisschen rumgerannt, aber ich habe die Kamera einfach zu Hause gelassen und dafür filme ich ja heute mit. Also ich würde mal sagen, weiterhin viel Spaß beim Video. Ich habe übrigens einen neuen Lipgloss drauf, der ist von L'Oreal, den teste ich im Moment, der ist matt. Also es ist so ein bisschen Bam in your face, ne, wie jetzt Hatice Schmidt sagen würde. Wie gesagt, ich bin sie noch am Testen, ich blende euch den jetzt mal ein, ich habe nämlich jetzt nicht mitgenommen, ich habe den gerade nur ganz schnell drauf gemacht. Ihr wisst ja, dass ich da nicht stundenlang vom Spiegel stehen kann. Meine Mäuse stehen in den Startlöchern und warten eben drauf, dass wir gehen. Aber ja, ich bin total gespannt, weil diesen matte Finish mag ich ja eigentlich nicht so arg. Ne? Aber wie gesagt, da werde ich euch noch weiterhin drüber berichten und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los. Wir sind angekommen und ich befürchte, es regnet gleich. Ja, voll das Pech hier. Naja, mal gucken. Also mein Mann, der sucht einen Parkplatz und jetzt gehen wir mal in den Park. Ich bin schon total gespannt. Die Kinder wollen auf jeden Fall Boot fahren. Und bitte nicht wundern, ich habe jetzt gerade ein anderes Kleid an, weil ich nämlich zu Hause irgendwie gemerkt habe, dass es doch total heiß ist. Also bei uns zu Hause im Ort, aber hier ist es doch ein bisschen trüb. Ich habe jetzt ein kurzes Kleid angezogen. Es ist jetzt zwar nicht kalt, aber die Sonne ist auch irgendwie weg. Aber es ist nicht schlimm. Wir freuen uns jetzt aufs Boot fahren.
müssen wir ein bisschen warten, weil der Andrang so groß ist. Deshalb laufen wir hier ein bisschen spazieren und ihr könnt schon sehen, hier hinten ist ein Schloss und hier ist der See, also es ist richtig toll hier. Wir laufen jetzt einfach noch ein bisschen spazieren und vertreiben uns die Zeit. Also der Park ist echt total ja, idyllisch, romantisch. Es ist sehr, sehr angenehm hier als Familienausflug. Die Kinder haben gerade total Spaß. Die haben jetzt noch ein Eis gegessen und ich bin jetzt schon total gespannt auf die Bootsfahrt. Aber wir schauen uns jetzt, wie gesagt, erstmal das Schloss an, weil mich das total interessiert. Machen noch ein paar schöne Bilder und ich würde sagen, hoffentlich falle ich nicht in den See, wenn wir im Boot sind. Aber ich habe ja starke Männer dabei. Ich bin gespannt. Hier gerade das Gefühl, dass ich besser wieder runtergehe vom Boot. Also es läuft bei uns. Wir stehen zwar die meiste Zeit. Nein, wir stehen natürlich nicht, aber die wissen jetzt nicht so recht, wie sie es machen müssen. Naja, es ist mir eigentlich egal, ich muss ja nichts machen. Ne? Links! Es ist meine Hand nass. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich kann gar nicht schwimmen. Lassie, kannst du schwimmen? Lassie, kannst du schwimmen, Schatz? Oh, da kommt ein Boot. Vorsicht, rechts von links. Lassie, kannst du schwimmen, Schatz? Wir drehen uns doch alle. Ja, wir können alle schwimmen. Aber ich möchte hier nicht ins Wasser und ich möchte nicht, dass die Kamera ins Wasser fällt. Und mein Handy. So, okay, also wir versuchen hier mal weiter die Weltherrschaft an uns zu reißen und hoffentlich komme ich trocken hier wieder raus. So, jetzt geht was. Der Luki, der hat voll die Kraft. Go, Luki, go! So, jetzt habe ich kurz geduscht. Danke, Luki. Muggi ist... So, ich bin jetzt hier der Kapitän. Damit wir hier mal nach Hause segeln. Du fährst gerade auf Land. Oh. Shit, was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Verdammt, verdammt. So. Ich hab's halt drauf, ich hab einen Bootsführerschein. So. Und jetzt Turbo. Du fährst in die falsche Richtung. Achso, ja, wir wollten mal zu der Brücke. Okay, warte. Ja, aber nicht nur mein Auto. Ja, ich habe schon, ich drehe da unten. Ja, warte, Schatz, warte. Ich muss jetzt erstmal. Was muss ich denn jetzt machen? Nein, ich weiß, dass es der Papa ist. Ah, jetzt habe ich es wieder. Ich hab's wieder. Moment. Moment. Ich bin der Kapitän. Der Moritz hat gerade gesagt, die Enten sind schneller als wir. Ich muss mehr Spinat essen. Warte, du schneller nach rechts. Memo an mich selbst. Weiter rechts? Ja, dann fangen Sie rechts. Okay, weiter rechts. Ich bin schon ein guter Kapitän. Ich kann immer. Wer ist jetzt der Nächste? Ich. So, ich bin jetzt halbwegs trocken wieder aus dem Boot gekommen, aber meine Männer haben mich die ganze Zeit paddeln lassen. Unglaublich. Jetzt tun mir voll die Arme weh. So, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt noch so machen. So, wir sind jetzt noch kurz am Skaterplatz, damit die Mäuse sich noch ein bisschen austoben können und müde werden. Skaterplatz ist ja unsere zweite Heimat sozusagen, ne? Ist echt so. Wir sind ganz oft auf Skaterplätzen und testen die verschiedensten hier in der Umgebung. Telesandro. Ja, ihr seht schon, meine Mäuse haben Spaß hier. Aber wir müssen dann auch langsam mal nach Hause, weil ich muss sie ja noch in die Badewanne stecken. Morgen ist ja wieder Schule. So, mein Luki möchte euch natürlich auch noch ein paar Stunts zeigen, ist ja klar. Zack, jawohl, sehr gut. Ja, Übung macht den Meister, sagt der Luki immer, ist ja klar. Deshalb sind wir auch so oft auf Skaterplätzen. Aber jetzt muss ich doch echt mal langsam sagen, dass ich keine Lust mehr habe. Der Tag, der war jetzt lang.
Wir waren ja gerade noch auf dem Fest, ich habe es euch ja eingeblendet. Und ich habe daheim noch ein bisschen Arbeit. Ich wollte noch meine Wäsche zusammenlegen bzw. abhängen. Ihr wisst ja, dass ich alles Mögliche aufhänge. Also ich verwende ja keinen Trockner. Weil im Sommer, also ich finde es ja total schlimm, wenn man da einen Trockner verwendet, weil erstens mal kostet es Strom und es ist auch nicht gut für die Umwelt. Ich hänge ja sogar im Winter alles auf, obwohl ich 4 Kinder habe. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich noch Arbeit zu Hause. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt erstmal hier vom Skaterplatz und melde mich nochmal von zu Hause aus. Genau, ja, so machen wir es. Bis gleich. Hallo meine Lieben, ich wollte mich noch ordentlich von euch verabschieden. Wir haben es jetzt 8:30 und ich laufe jetzt gerade die letzte Runde mit unserer Bella. Da ist sie. Und das Wochenende war total schön. Es war zwar wieder total vollgepackt mit Terminen, aber das ist ja immer so bei uns. Allerdings war der Tag heute zum Beispiel total schön mit meinen Mäusen. Und ich habe es sehr genossen. Ich habe die Kamera einfach mitgenommen, weil ihr euch das ja immer wünscht. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Über Feedback freuen wir uns natürlich immer wahnsinnig. Die nächste Woche wird wieder total vollgepackt sein. Wir haben sehr, sehr viele Termine. Ich muss zum Zahnarzt, einer meiner Söhne muss zum Zahnarzt, so rum. Und dann haben wir Verabschiedungen von der Schule, vom Fußball werden sie verabschiedet. Da werden dann Salate gemacht und Kuchen gebacken. Also das bereite ich dann vor. Ihr wisst bestimmt, wie das ist auf solche Feiern. Und ich habe noch ansonsten ganz andere Termine. Und deshalb gelingt es mir eigentlich immer nicht, während der Woche zu filmen, also Follow Me Arounds zu machen. Ihr könnt mir aber mal schreiben, ob euch das interessieren würde. Da schaue ich mal, wie ich das am besten hinbekomme. Und ansonsten war es das jetzt erstmal von meinem Video. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Bleibt mir alle gesund. Das ist total wichtig. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.